So, sage ich ja, recht unspektakulär, was uns hier erwartet. Da war jetzt nicht wirklich was zum Zeigen. Die spielen gerade mit dem Feuerelementar, sehe ich. Das heißt, gleich kommt noch die Fledermausgruppe. Bei dem Feuerelementar hatte ich ein Problem gehabt. Das Ding muss ich nämlich als Kampfschurke spielen. Und das mag ich jetzt gerade nicht so. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ja, ich spiele den Schurken nach Lust und Laune. Gut. Ihr seht ja hier, ne? Schattenfledermäuse. Habe ich auch mit Darius gezeigt. Muss AE drauf kommen, sonst werden die immun gegen Schaden. Was mir persönlich übrigens... Boah, Leute. Ich hasse diesen Effekt. Jungs, AE-Schaden. Ja, das ist das Einzige, was hilft. Das heißt, selbst als Schurke, ich muss Dolchfächer benutzen. Es ist recht nervig, aber was soll man machen? Was übrigens hilft, ist auch eine Weihe vom Paladin. Ein Tod und Verfall vom Todesritter. Sternregen von der Eule. Selbst Rache vom Krieger funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind normale Angriffe, also Auto-Hits und Angriffe, die nur ein Ziel haben. So, diese Fledermäuse kann man übrigens kirschen, deswegen sollte man die immer ausnehmen. Okay, das war das. Jetzt kommt natürlich Hauptmann Varrotan. Hauptmann Varrotan hat eine Fähigkeit, und zwar ist diese eine Fähigkeit von seinem Schwert. Das wäre natürlich, und zwar kann das Schwert einen Lichtbogen, wenn es den Tank trifft, hat es eine Chance, einen Kettenblitz hervorzurufen, der uns schadet. Das Ganze wäre natürlich viel zu langweilig, würde Manoroth nicht auch in den Kampf eingreifen, und zwar mit diesem wunderschönen Zauber. Das Feuer spawnt übrigens direkt immer unter einem, und es gibt eine dicke, fette Warnmeldung, wenn der Teufelsfeuersturm castet. Und im Feuer stehen bleiben ist nicht, weil das Ding nämlich, was weiß ich, wie viel Milliarden Schaden raushaut. Deswegen nicht drin stehen bleiben. Beim zweiten Stack Feuer seid ihr sowieso direkt tot. Da kommen 60.000 Schaden pro Sekunde. Das könnt ihr nicht überleben. Diesen Teufelsfeuersturm castet Manoroth am Anfang immer zweimal. Anschließend jedes Mal einmal, alle 30 Sekunden oder pro Minute, irgendwie so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr lang gesagt, weil ich mir bei den letzten Instanzen immer sicher war. Vor allen Dingen bei Endzeit, weil Endzeit kenne ich mittlerweile auswendig. Gut, Varrotan liegt jetzt recht schnell. Das hätte nicht passieren sollen. Jetzt spawnen hier links und rechts zwei Dämonen, die Tyrande zu Boden zwingen. Warum zwingen die Tyrande zu Boden? Ganz einfach, weil die nämlich, weil Tyrande nämlich permanent dabei ist, ihre Freunde abzuschießen. Das macht jetzt nicht gerade Spaß. Macht den Dämonen nicht Spaß. Spawnt wieder dieses Licht, was ich mit Darius auch schon gezeigt hatte. Da muss man sich so reinstellen, dass man die noch treffen kann, weil die nämlich eine relativ hohe Hitbox haben. Dann muss man die ausnocken, Tyrande kommt wieder zu sich, schießt die ganzen Dämonen weg und der Rest ist uns egal. So, das passiert während des Kampfes maximal zweimal, weil bis dahin nämlich Varrotan liegen sollte. Ich hoffe, jemand hat das Schwert von Varrotan angeklickt. Ja, hat jemand. Weil das Schwert von Varrotan fliegt nämlich dann in Manoroth rein, hinterlässt einen cremigen Debuff, weil der Debuff nämlich die Chance hat, boah, Adrian, geh mir jetzt nicht auf den Sack, bitte. Weil es die Chance hat, diesen Lichtbogen auf Manoroth hervorzurufen. M-I-T-H-C-S? Für Points und Gilden-EP, nein. Sorry, Leute, ich bin gerade am Guiden. Das war übrigens der angesprochene Kollege, der es im BG geschafft hat, mein WoW zum Crashen zu bringen, mit einem Skype-Anruf. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich muss dir deswegen noch eine Medaille verleihen. Frag mich nicht, wie er das geschafft hat. Es war einfach so. So, ihr seht, wie viel Schaden gerade auf Manoroth fliegt. Das ist Standard, weil an dieser Stelle fahrt ihr nämlich extrem hohen Schaden durch diese Lichtbogenklinge, weil die Lichtbogenklinge nämlich extrem häufig brockt. Das vor allen Dingen, wenn ihr zwei Waffen besitzt, weil es nämlich von Angriffen ausgelöst wird und auch von Auto-Hits. Deswegen werde ich in diesem Kampf versuchen, jedes Mal zu hexen aktiv zu sein. So, jetzt fallen gleich Höllenbestien vom Himmel. Was ich vergessen habe zu sagen, Manoroth hat ein Portal geöffnet. Aus diesem Portal strömen gerade Dämonen raus, die müssen vom Tank getankt werden. Alles recht unspektakulär, die Dämonen haben nämlich nicht gerade viel Leben. Da ist nicht viel also die müssen getankt werden. Die Höllenbestien wurden gerade direkt von Tyrande ausgelöscht, genauso wie die restlichen Dämonen. Die restlichen Dämonen strömen jetzt wieder aus dem Portal hinaus. Das Ganze geht von vorne los und ab jetzt beginnt ein Rennen gegen die Zeit.
bei dem uns Illida noch mit einer Fähigkeit unterstützen wird, und zwar wird er uns gleich in eine Metamorphose versetzen. In eine Dämonengestalt. Richtig. In dieser Dämonengestalt regenerieren wir 5% Gesundheit pro Sekunde. Also sind quasi ist ab diesem Moment der Encounter definitiv gewonnen, weil ihr nämlich einfach nicht mehr sterben könnt. Da ist der Diebe, da ist der Buff. 2 Sekunden 20% maximale Gesundheit, habe ich ja gesagt, ihr könnt nicht mehr sterben. Zusätzlich verursacht ihr pro Sekunde um euch herum 30.000 Schaden auf alle Gegner. Das ist auch noch recht schön. Kleines Gimmick, damit kann man nämlich die restlichen Dämonen umbringen. Die Dämonen strömen zwar weiter aus dem Portal, rennen in das AE rein, verrecken sofort, das war's. Ja, jetzt werdet ihr gleich was sehen, und zwar... Oh, Manoroth fliegt zurück. Warum fliegt Manoroth zurück? Ja, er wird zurück in den Brunnen gesaugt. Wir haben ihn besiegt. Ja, Manoroth ist tötbar, aber dafür müssen jetzt alle noch weiter draufhauen und ich glaube gar nicht, dass man den besiegen kann, weil er irgendwie schneller wird. Ne? Also, man kann jetzt noch weiter draufhauen, das ist aber sinnfrei. Loot spawnt in dieser kleinen Kiste hier. Und in diesem Moment ist der Encounter definitiv gewonnen. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen Dämonengestalt, weil es so schön war. Und, an dieser Stelle würde ich mal sagen, das war Brunnen der Ewigkeit. Zur Story jetzt noch. Nordstormu hat sich gerade die Drachenseele gekrallt. Bringt sie jetzt zu Thrall in die Endzeit. Endzeit haben wir aber schon gemacht, war ja klar. Jetzt folgt noch ein kleiner Dialog mit Tyrande und Illidan und Malfurion, weswegen ich jetzt nochmal laut stellen werde und die Fresse halten werde. Wo ist Illidan? Am Brunnenrand. Bruder, genau zur rechten Zeit. Illidan, der Brunnen ist außer Kontrolle. Ja, er wurde von zu vielen Zaubern durchwirkt. Das Aufheben, das wir, insbesondere ihr, um das Portal gemacht haben, war zu viel. Derselbe Zauber, der die brennende Legion zurück in ihr verdorbenes Reich gesandt hat, wirkt jetzt auf den Brunnen. Er verschlingt sowohl sich selbst als auch seine Umgebung. Faszinierend, nicht wahr? Nicht, wenn er uns erfasst. Warum bist du nicht geflohen? Warum hast du deine Hand in den Brunnen getaucht? Falls ihr einen Weg hier raus kennt, sollten wir ihn benutzen. Ich habe versucht, Tyrande und mich herauszuteleportieren, aber der Brunnen verhindert es. Hier lang. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich danke euch. Ohne eure Hilfe wäre unsere Welt... Ich mag es mir nicht vorstellen. Die Mondgöttin erleuchte euren Pfad. Okay, das war dann auch schon alles. Wer es bemerkt hat, Illidan hat nur versucht, Tyrande und ihn raus zu teleportieren und nicht seinen Bruder Malfurion. Warum? Sie sind beide in Tyrande verliebt. Ende vom Lied. Ja, was gibt's jetzt noch zu erzählen? Also das ist die Katastrophe, die damals den Hauptkontinent auseinandergerissen hat in Kalimdor, Azeroth und Nordend. Die Explosion vom Brunnen der Ewigkeit. Das war's dann eigentlich auch schon von meiner Stelle. Ich bleib noch ein bisschen an diesem wunderschönen Ort eigentlich. Und wir sehen uns dann im nächsten WG, im nächsten Guide, im nächsten Insel, im nächsten Raid oder was weiß ich, was ich machen werde. Ich persönlich wünsche euch noch frohe Ostern und bis dann.